Verkaufsoffener Sonntag in Studensee-Blankenloch und Friedrichsthal bei herrlichem Kaiserwetter hier heute. meinstudensee.de war für Sie vor Ort und auch bei der Attraktion den Bulldog-Freunden Studensee. Wir haben die beste Würste. Ja, ich freue mich sehr, dass am verkaufsoffenen Sonntag hier in Blankenloch, aber auch in Friedrichsthal so viele Interessierte mitmachen, aber auch viele Mitbürgerinnen und Mitbürger sehr interessiert sind an dem ganzen Treiben hier. Und man sieht ja jetzt gerade hier am Kernst-Max-Haus, dass es ganz toll belebt wird durch die Stände und natürlich auch durch die Traktoren, die wie in jedem Jahr wieder für die Kinder eine ganz tolle Bereicherung sind. Also herzlichen Dank an alle, die diesen Tag bereichert haben. Mein Name ist Hartmut Haut, ich bin hier von den Bulldog-Freunden Studensee. Wir sind heute in Studensee-Blankenloch beim verkaufsoffenen Sonntag mit einigen unseren Traktoren hier präsent. Unter anderem bieten wir heute wieder Traktorfahrten an für Kinder, Jugendliche oder sonst irgendjemand. Und hier erbeten wir Spenden. Diese Spenden werden dem Lembacher Weg e.V. zur Verfügung gestellt für ihre soziale Arbeit. Die Bulldog-Freunde Studensee engagieren sich darüber hinaus noch bei anderen Festen oder Aktivitäten. Wir versuchen, die alten Traktoren und Landmaschinen am Laufen zu halten. Es sind etliche Fachleute, die sich auskennen mit den Geräten und restaurieren auch die Maschinen teilweise selber. Bulldog-Freunde Studensee bestehen seit 2010 aus etwa 35 aktiven Mitgliedern mit weit über 40 Traktoren. Ältestes Fahrzeug ist ein Klöckner Humboldt-Deutz von 1956.